Alle Jahre wieder kommt, na, wer wohl, der Weihnachtsmann, das Christkind oder auch der Amazon-Lieferdienst. Ja, das haben wir hinter uns, haben wir auch ganz anständig hingekriegt. Aber jetzt haben wir die nächste, ich sag mal, Hürde. Heute ist nämlich Silvester, der 31. Dezember. Ja, das ist auch so ein Zauberdatum. In diesem Jahr werde ich mit Sicherheit keinen Jahresrückblick versuchen. Das machen andere reichlich und machen es oft oder meistens auch besser als ich. Das ist nicht mein Ding. Aber ich mache mir natürlich so meine Gedanken. Wie ist das? Früher habe ich das auch gemacht. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Vergesst es, vergesst es, vergesst es. Wie oft in meinen 73, bald 74 Jahren habe ich wohl zunächst einmal völlig frustrierend mir geschworen, ich nehme mir vor, dass ich nicht mehr rauchen werde. Oh, 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 das ging immer schief. Erst als ich vor, ich glaube, 13, 14, 15 Jahren einfach gesagt habe, mitten im Jahr, nö, es reicht mir, ich höre auf, ich höre auf. Da hat es dann geklappt, komischerweise. Was lerne ich daraus? Vielleicht du auch. Man muss es machen, man muss es tun, nicht sich vornehmen. Das ist so ein blöder Druck. Man lässt sich bekanntlich nicht gerne was vorschreiben. Auch nicht zu Silvester, auch nicht mit selbst gesetzten Zielen, guten Vorsätzen und so weiter. Also, gute Vorsätze sind gestrichen. Und was noch ist? Jetzt doch wieder ein kleiner Blick zurück. Vor einem Jahr hätten wir alle und ich natürlich auch nicht ahnen können. Wir hätten wirklich auch nicht geglaubt, wenn uns jemand gesagt hätte, was da auf uns zukommt. Corona. Oh, 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 oh. Und da ging es aber los. Wann war das? Mitte Februar, sowas um den Dreh rum. Ja, ich will Ihnen was sagen. Ich bin damit gut zurechtgekommen. Ich komme immer noch gut damit zurecht. Es liegt vielleicht ein bisschen auch an meiner persönlichen Situation. Ich bin nun mal behindert, schwer behindert durch meine Parkinson-Erkrankung. Und die hat zur Folge auch, dass ich, seit ich diagnostiziert bin, so gut 10 Jahre, 11 Jahre jetzt, nicht mehr so viel Außenkontakte pflege. Habe einen winzigen kleinen Kreis von ganz lieben, engen Verwandten, Enkelkinder natürlich vor allen Dingen. Das pflege ich nach wie vor, auch wenn es mir manchmal ein bisschen gesundheitlich schwerfällt. Und das ist wichtig. Aber ansonsten habe ich festgestellt, und nicht zuletzt mit Hilfe sozusagen von Corona und den Einschränkungen, die damit einhergingen, brauche gar keine anderen Kontakte groß. Raus kann ich immer noch. Das können wir alle. Ob behindert oder nicht behindert, gesund oder nicht so gesund. Meistens können wir noch raus an die frische Luft. Aber bitte, 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 bitte nicht an Orte, wo sich mehr Leute treffen, als uns gut tut. Ich habe da keine Probleme. Wenn überhaupt ich in die Stadt gehe, dann an Tagen, wo eh nichts los ist, und dann halte ich mich auch an die Abstandsregeln und natürlich in der Stadt auch an die Maskenpflicht. Das ist Selbstverständlichkeit. Und ihr merkt schon, das ist mein großes Anliegen in diesem Jahr. Wir sollten die Einschränkungen als Chance sehen. Es ist eine Chance.
Ich kann sagen, ich darf nicht mehr knallen. Ich würde mich nicht treffen, weil ich habe nie gerne geknallt. Feuerwerk mochte ich immer gern bei so tollen Veranstaltungen wie dem Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhauser Gärten in Hannover. Große Ereignisse. Ja, da bin ich einmal im Jahr, wenn es geklappt hat, gerne hingegangen. Aber Silvester? Um Gottes Willen. Das macht mich immer schon verrückt. Diese Knallerei, die ist so sinnlos. Da werden wieder Millionen verballert. Sollen wir doch froh sein, dass es in diesem Jahr hoffentlich mehr oder weniger ausfällt. Ich hoffe. Die Hoffnung stirbt zuletzt und auf die Einsicht der vielen setze ich nicht mehr, nachdem ich gesehen habe, was nach den ersten Schneeflocken in Skigebieten, auch hier ganz in der Nähe im Harz, los war. Da hat es richtig gebrummt. Und das werden wir ablesen können, auch so in ein, zwei Wochen, an den neuesten Zahlen, was Corona-Erkrankungen und Sterben rund um Corona uns dann wieder mitgeteilt wird. Ich bin da nicht wirklich optimistisch. Liebe Leute, seid vernünftig. Lasst den Quatsch. Seht doch mal, was ihr in euren eigenen vier Wänden oder im ganz kleinen Kreis oder alleine oder auch im ganz kleinen Kreis draußen alles machen könnt. Es ist unglaublich viel. Macht das. Es ist eine große Chance. Ich finde Corona nicht toll, um Gottes Willen. Das muss man nicht missverstehen. Aber loswerden wir diese, ja, ich hätte beinahe gesagt solche, diese Infektionswelle, diese Pandemie, nur wenn wir uns an gewisse Regeln halten. Und das tun leider nicht alle. Deswegen mein einziger Wunsch fürs neue Jahr: Leute, ich wünsche uns allen Gesundheit, so gut es geht. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Und vor allen Dingen wünsche ich uns allen eine ganze Portion mehr Vernunft. Leute, seid vernünftig. Ist doch Quatsch, was da teilweise gemacht wird. Und dann noch die Panikmache. Das haben wir nicht nötig. Wir wollen doch glücklich und zufrieden leben. Also wirklich die Vernunft walten lassen, das Gehirn einschalten. Erst mal denken, bevor man irgendwelchen Quatsch erzählt. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Rübergleiten in das neue Jahr 2021. Ihr Jost von Aken.